Und damit der 9.12. und wir verlassen wieder Emir. Was anderes hätte ich nicht erwartet. Willkommen zu diesem Part, zum neuen Part. Ja, wie der gerade schon stand, wir verlassen Emir. Ja, das war jetzt die sinnvollste Einleitung aller Zeiten, ist auch relativ irrelevant. Also, wo geht's da nochmal hin? Billy Graham war doch übrig, oder? Also die Heimatstadt von Laura, wenn ich mich richtig erinnere. Good morning, everyone. Did you sleep well? We did, thank you. I think I can speak for everyone when I say that was just what we needed to take on the day. Breakfast was delicious, too. I'm kinda jealous of you, Reen. Huh, really? It wouldn't have been possible if not for Sharon. She's been an incredible help these past couple of days. Ja, das dachte ich mir fast. She's even taught me a few new tricks in the kitchen. All this cooking's been rather fun with her around. Oh, the pleasure's been all mine. It's just been a wonderful opportunity to learn more about the local dishes. I simply can't wait to treat each and every one of you to the new recipes I've picked up after some additional practice. I doubt you even need the practice, Sharon. Oh, just don't forget that this isn't your home, okay? No overstepping your bounds. Hey, sie hilft doch nur, Mensch. Tihi, but of course. Incidentally, how's Baron Schwarza? It's much of a relief it was to see him up and about again. He doesn't seem to be back to his old self yet. I'm afraid not, and you wouldn't be the only ones who's noticed either. Father Bernard said as much when he came by as well. For now, he needs to focus on getting his strength back. We have to take things one step at a time, but so long as he eats well and gets plenty of rest, I'm told he'll be fine. Ja, davon gehe ich aus. Hoffe ich mal. Glad to hear it. So am I. Just please tell him not to try and rush things. You know how he is, Mom. No need to tell me. I'll do just fine myself. Hey, du bist aufgestanden immerhin. Shouldn't you be resting, darling? And what did I literally just say? You should get back to bed, Dad. Not to worry, my injuries have entirely closed at this point. So a little trip down the stairs won't kill me. If anything, I'm a bit unsteady on my feet after all that sleeping. But you can't fault me for wanting to see my son and his friends off, can you? You'll forgive your old man for playing tough just this once. Well, if it's just this once, if you must. You can clearly see who Rin takes after. And that's the truth. Nimmt ihr auch alle Requests an? Oh nein! I don't doubt for a moment that you'll find your classmates and bring them back here safely. So go out there and do it. Go and walk the path that you want to take through these turbulent times. You may not know what that path is just yet, but so long as you're together, you'll find something to guide you in the right direction. Thanks, Dad. I'll be back before you know it. Ja, er kann auf jeden Fall auch genauso gut wie du peinliche Sachen sagen, nicht wahr? Until then, I'll leave everything here in your capable hands. I won't let you down. Good luck, son. Das werden wir brauchen. Ach nein, kriegen wir hin. Vor allem, wenn wir diesmal Sharon dabei haben, nicht wahr? Na, ich muss ja jetzt aussuchen, wenn wir da sind, denke ich mal. Also beim Mac bei Valdemar. Shall we get going? We're gonna go see Valley at the end of the valley, right? Ha. Holy shit. Yeah, we need to use the Spirit Path again to travel, and he's on our way in. We'll need to figure out who's going to be going this time too. Hehe, I'll leave making that decision to you, Master Reen. Ja, ich nehme dich mit, keine Sorge. Yeah, I agree. Let's make sure we've taken care of everything we need to before taking off too. Roger. Ich denke, ich habe nichts mehr zu tun eigentlich. Ah, ich darf direkt aussuchen, oder was? Nur so wenige? Na klar, ich krieg ja auch wieder neue Partymitglieder dazu, also ergibt das schon Sinn. Ach so. Warum ist die dann Support-Mitglied? Das ergibt keinen Sinn. Ich glaube, die Auswahl ist eigentlich gerade eher Klassenmitglieder und anderes Mitglied. Aber gut. Aus irgendeinem Grund wird es jetzt als Support angezeigt. Ja, ich nehme dich mit, Sharon. Level 69. Schöne Zahl, schöne Zahl. Und abseits davon. Oh, gute Frage, ne? Gute Frage. An sich ist Elliot ziemlich nützlich. Warte, wen werden wir noch bekommen? Wir werden Emma noch bekommen. Das ist ja eine Magierin eigentlich. Aber er ist erstmal gut zum Heilen auf jeden Fall auch.
Und Laura wird auf jeden Fall noch da sein, also fucking viel Damage. Also eigentlich brauchen wir keinen so krassen Damage-Dealer, glaube ich. Ach ja, und Uses fehlt noch, genau. Ich habe gerade ganz lange nachgedacht, wer fehlt denn noch? Und ja, es war Uses auf jeden Fall. Der war auch eher für physischen Schaden zuständig, oder nicht? Ich weiß es eigentlich, ich habe ihn kaum genutzt, ganz ehrlich gesagt. Ich bin ganz kurz davor, gerade einfach Lisa mitzunehmen oder Markias. Und das fuckt mich halt richtig ab. Weil, nee, eigentlich ist es nicht okay. Eigentlich geht das gar nicht klar, aber... Ja, Lisa, hi. Willkommen in der Party. Wir gehen los auf ein Abenteuer. Ich hoffe, die Quarzteile von den anderen wurden von denen weggenommen. Die sind alle weg jetzt, ne? Ich hoffe, ich habe jetzt die ganzen Quarzteile. Habe ich sie? Ja, ich glaube, das sind alle. Ich hoffe es sehr stark. Gut. Ja, ich denke, ich bin bereit. Ich hoffe, ich bin bereit. Oh nein, ich habe noch nicht geguckt, ob es noch neue Bücher gibt, die ich kaufen kann. Einen Moment. Ja, tatsächlich gab es eine neue Imperial Chronicle. Hier könnt ihr sie jetzt gerne genießen. Ganz kostenfrei im Gegensatz zu mir. Ich musste dafür bestimmt 100 Myra oder so zahlen. Hat sich hoffentlich gelohnt für euch. So, wir gehen jetzt aus der Stadt raus, aus dem Dorf, aus dem was auch immer. Ich denke, wir sind bereit, aufzubrechen. Nach Le Graham, wenn ich den Namen der Stadt gerade richtig im Kopf habe. Ich hoffe es sehr. Denn sonst wäre das ziemlich peinlich. Würde ich mal behaupten. Geht schneller, Leute. Danke. Ich habe Angst, dass ich die Dialoge überspringe, deswegen skippe ich immer nur ein ganz kleines bisschen. Looks like he's got more than enough mana back now. Yeah, we should be able to use the spirit path anytime we want. I don't think I'll ever get used to this thing. Those soldiers are amazing for sure, but Divine Knights makes them seem downright ordinary by comparison. The Panzer soldiers certainly can compare to Divine Knights in terms of individual strength. As they can be mass-produced and used in a wider variety of strategies, however, they do have their advantages. After everything we've done so far, I'll bet the Alliance will be more on guard against the Ashen Knight than before. Especially since they have a Divine Knight of their own. We need to avoid using Valimar carelessly for the time being. Right, I'll keep that in mind. Still, looking at him, it's hard not to be glad he's on our side. Can't argue with that. After all, it was only thanks to him that we were able to drive the Alliance force out of Nord. And he did it in style, too! All in all, we're just going to need to be aware of our own limits and do what we can. We can use Valimar on our strategies, but we can't expect him to bail us out every time we're in a bind. That denies us the chance to grow. And we need to do just that if we are ever to find our rightful place in this war. Couldn't agree more, Reen. Know that I've got your back all the way too. Anyway, with that settled. Our next destination is the Graham, right? Ja, nicht unser nächstes Ziel, sondern... Ja doch, unser schon, aber nicht deins. That's the one. Time to grab the last of us. Was? But just to be sure, could you double check this set for us, Valimar? Acknowledged. Two waveforms detected in Legra... Nur zwei? All vital signs appear normal. Two? Ja richtig, nur zwei, das sind viel zu wenige. Ich will vier, bitte. At least it's not hard to guess who those two could be. Naja, doch schon. Also, okay, doch, klar. Also, Emma und Laura dann wahrscheinlich. Also, ist Yusus wahrscheinlich nicht da. Wait a second. Two? Last time I asked you, you said there was three. He did, didn't he? Oh yeah. Who left the area then? We can exclude Crow for obvious reasons. But still, that still doesn't completely narrow things down. It's either Yusus, Laura or Emma. Ja, wahrscheinlich Yusus, oder? Makes you wonder why they left too. Ja, wegen Rufus und so, ne? When the detection mechanism is not perfect, the results can be influenced by the energy flowing through the ground. Oh, right. In other words, if the third person is on the move or aboard an airship, he wouldn't be able to sense them. I see, that could account for the discrepancy. Und spricht noch weiter dafür, dass Yusus weg ist. I understand that you're concerned, but the situation in Erebonia is changing constantly. You won't get very far if you let yourself waver from something this small, Reen. I'm with Captain Claire, at the very least. We know the two of your classmates are there. No need to freak out just yet. Let's just choose who's going and move, okay? Wir haben schon entschieden, okay? Yeah, you guys are right.
and ideas on who should go. Stay. Haben wir das schon besprochen, dachte ich. Was that I think we should stick to traveling with the same number of people. Ja, klar. Totally, Captain Clear, I'd prefer it if one of you came along as well. Does that work for everyone? If I may be so bold, I'd like to add my name to the list of choices. Ja, natürlich, ich habe dich schon längst gewählt. Ich glaube, das ist irgendwie alles falsch gelaufen hier, weil letztes Mal habe ich auch erst hier ausgewählt. Das ergibt irgendwie auch Sinn, aber warum sprecht ihr jetzt noch darüber? Irgendwie pisst mich das jetzt gerade ein bisschen an. So. Ich habe schon längst gewählt. Ich habe schon längst gewählt. Ja, das habe ich. Lasst uns einfach gehen. Ich bin fertig. Hallo? Close. Confirm. Camp Menu. Ah ja, jetzt kann ich noch alle Sachen hier rausnehmen. Was mache ich am besten mal? Und verteile die Orbs und so weiter und so fort. Das mache ich ganz kurz. Gebt mir ein bisschen Zeit. Okay, ich bin, glaube ich, fertig. Hat jetzt doch ganz schön lange gedauert, aber ist auch egal. Dafür bin ich jetzt jedenfalls komplett bereit und nehme alles auseinander gleich. Aber sowas von. Time to go. You guys ready to head out? I'm ready when you are. You might find someone's been keeping an eye on the guild house for me while I've been away. Say thanks to them for me, okay? Not sure if you'll have any reason to drop by, but if you do, I've got a feeling they'll lend you a hand. Ja, oder sie geben mir noch mehr Aufgaben halt. I don't see any reason why we can't. Take care and have a safe journey. Bye bye. I think it's time we depart, huh? If you would, Celine. Right. Well, my opens the spirit path. Automation, Legram, Blulu. Woo. Okay. Schöne Reise. Und da sind wir in Legram oder in der Nähe von Legram, jedenfalls im Wäldchen nebenan. Ja, ich erinnere mich noch, hier gab es zwei verschiedene Ebenen und so, ne? Ja, das war dieses Gebiet auf jeden Fall, glaube ich. Sure is foggy hier. Wir haben jetzt erstmal einen Archaism gefunden, oder wie heißen. Genau. Thank goodness, we arrived safely. This must be the thick fog that I've heard so much about. This is where we fought that Archaism. Ja, genau. That should mean we are on the Abel Highway. Well, we've got more than Archaisms to deal with this time. The higher elements seem to be active in this area as well. Oh, super! Genau wie im Lunaria Nature Park, huh? Just like they were when that cryptid appeared? Wait a minute. This means something strange is happening here too? My mind, stay on guard, everyone. Following the highway to the south, we'll take us to the Gram. Once there, we can ask around and see if anyone's seen anything off. Agreed. Alright, that's... Wait, have you been to Legram before? That doesn't matter right now. Stimmt, sie hat uns ja verfolgt, nicht wahr? Ja, ja. Bist einfach in den Zug gestiegen, ich erinnere mich noch. Hat Emma dich doch einfach mitgenommen. Habt ihr noch einfach darüber geredet, dass es bald soweit ist? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was euer Plan war. Aber ist mir auch egal. Gerade erstmal. Ja, und da ist ein komischer Stachelarm. Stachel. Wie heißt das denn? Dornen! Dornen ist das Wort, nicht Stachel. So, was ist das so drauf? Binding Chains. Attack Set. Area Large. Suction. Was heißt Suction? Was macht das? Seal 50% Chunks. Und was zur Hölle? Class CX2. Ist aber was anderes? Warum? Ach, 10x2 wahrscheinlich, oder nicht? Jetzt greifst du aber zweimal an. Ja, Attack 2 steht dahinter sogar. Wow. Okay, probieren wir das doch einfach erstmal aus, ja? Hat eine gute AOE. Sieht schön aus. Und zieht sie dran und schlägt dann nochmal zu. Okay, das ist ziemlich cool. Das war nicht ganz so cool, aber ja. Man kann ja nicht alles haben. Okay, ich glaube, was du so drauf hast, gefällt mir prinzipiell erstmal. Würde ich jedenfalls mal behaupten. Warum greife ich den an, der sowieso nicht dran ist? Das ist mir jetzt auch egal. Sei du mal weiter verwirrt und so. Ich greife dich jetzt noch einmal. Auch wenn es jetzt eh nicht mehr lohnt. Mir doch egal. Mann, war das unnötig alles. Ich möchte gerne gleich noch mit Sharon ein bisschen ausprobieren. Deswegen, das war nicht das, was ich tun wollte. Egal, Sharon. Mehr Angriffe von dir. Titan, was macht das? Ach so, heilt 50%. Und Cures Elements. Auf alle. Auf alle. 50 CP geht das echt? Wow. Und CP plus 50 vor allem auch noch runter.
Holy, das ist echt nicht schlecht. Ja, das will ich jetzt eigentlich doch nicht mehr testen. Ja, dann greif einfach bitte mal normal an. Zeig mal her. Uiuiui. No problem. Das sieht doch alles ziemlich cool aus eigentlich. Finde ich persönlich. Right. Und immerhin kann diese Dornenranke da eh keine Magie mehr einsetzen, jetzt zumindest. Ich glaube, die setzt sowieso keine Magie ein, aber es macht gar nichts. Die ist jetzt eh besiegt. Am Arsch. Overkill. Danke. Ja, das habe ich ein bisschen länger gezogen, aber ich wollte ja auch hauptsächlich erstmal Shannons Skills ein bisschen angucken, was wir drauf haben von Crofts her. Und das ist doch immer ganz gut zu wissen. Damit man noch weiß, was man in den Bosskämpfen so machen soll, nicht wahr? Denn sonst drückt einfach irgendwas und das ist auch nicht so sinnvoll meistens. So, Flame Tang. Cool. Ich würde sagen, wir laufen erstmal direkt auf den Gram zu. Erkunden werden wir schon noch genug hier. Ich denke mal, wir werden noch oft genug hier zurückkommen. Zumindest einmal, um dann da noch weiter zu rennen, ne? Denke ich mal. Ich meine, es gab ja eh keine anderen Ausgänge aus Lake Graham, oder? Also natürlich übers Wasser mit dem Boot in Richtung Lohengrim Castle, aber sonst. And here's the highway. Ja. We'll need to turn right to reach the town then. Das sagst du aber früh, Reen. Nachdem ich schon auf die Karte geguckt habe und in die richtige Richtung gelaufen bin, sagst du, ich soll rechts abbiegen. Naja, ist auch egal, ich beschwöre mich nicht. Ist halt so. I can barely see where I'm going. I could totally see myself getting lost in this. Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Das ist auch echt eins der unübersichtlicheren Gebiete, auch so abseits von nur dem Nebel. Ach komm, das nehmen wir jetzt noch mit hier. Am Rand, Pilzchen, dich nehme ich auseinander. Willst eh nichts aushalten, hoffe ich mal. Enemy sighted. Let's take them out. Zwei nur davon. Irgendwie seid ihr anfällig. Gegen Feuer, davon ging ich was aus. Hast du Feuer? Nein. Arzt habe ich wie immer nicht als viel verteilt, ganz ehrlich gesagt. Aber was soll's, ne? Aber was soll's. War dagegen was von den anderen Sachen anfällig? Mein Gott. Nö, alles nur auf 100. Ach, egal. Bam! Und nochmal Bam. Ja, bin ich zu sagen, du hast Feuer, das weiß ich. Heatwave ist auch eine AOE, aber eine kleine AOE, ja, das trifft nicht. Ach Mensch, da drauf bitte. Status Attack. Was ist zu bieten heute? Burn. Das passt gut. Auch wenn er eh schon tot ist. Jetzt kommt die Heatwave da drauf. Reicht das? Nein, reicht es nicht. Toll, muss nochmal Elliot angreifen unbedingt. Mein Gott. Und du lebst immer noch. Aber nicht mehr, Finishing Blow. Vielen Dank dafür. Gut, ich bin aber eh nur wegen der Truhe eigentlich hier. Aber trotzdem war sehr schön, ja. Truhe, was hast du? EP Charge 2. Ja, die kann ich gebrauchen. Davon habe ich echt wenig. Und ich will auch kein Geld dafür ausgeben eigentlich, also nehme ich das gerne aus der Truhe mit. Auf jeden Fall. Natürlich gibt es coolere Sachen, ja. Aber erstmal bin ich damit zufrieden, wenn ich mich ein bisschen auffüllen kann gelegentlich. Well, we're here. Das sind wir wohl. The Graham, the Lakeside Town. Ja, immer noch ein sehr schöner Ort, auch wenn es natürlich jetzt gerade sehr neblig ist, aber. So, this is our hometown, is it? Aber ich denke mal, sobald der Nebel weg ist, was er wohl noch sein wird demnächst, ist es hier wieder sehr schön. It feels sort of mystical. I see what Laura meant when she called it a town of mist and ancient legends. Time to get to work. First order of business is figuring out who and where the two class F members in this region are. Ja, wie immer. We might want to start by asking it's a basic hill, natürlich. Hehe, a wonderful idea, Masarine. Just imagine what kind of useful information they might be able to share with us. Let's go. Ja, Masarine hat immer die besten Ideen, deswegen ist er auch Masarine, nicht wahr? Okay, ich hab schon die Presse. Immerhin heiße ich ja nicht Reinfeld mit Nachnamen. Noch nicht. Wer weiß, was noch passiert. Boah, würde ich kotzen, aber ich gehe mal nicht davon aus. Excuse me, is anyone in? My, you appear to have visitors.
Come on in, the door's unlocked. Wer ist hier drin? Wer ist der alte Mann, wer ist der junge Mann? Oh. Ja, dich habe ich fast erwartet, aber... Wer bist du? Kenne ich dich? Sollte ich dich kennen? Hello and welcome to the Grand Branch of the Bracer Guild. You don't seem to be from around here. Can I help you with anything? Ja, du erkennst uns doch, oder? One moment, you look awfully familiar, oder zumindest mich halt wahrscheinlich. Might you be Laura's classmates from Class 7? Klaus! Ja, gegen dich haben wir doch schon mal gekämpft, nicht wahr? Oh, are they acquaintances of yours? Indeed, they are Lady Laura's treasured classmates. I didn't expect we would next meet here. You must be the Asset Family Butler. Hehe, I believe we share very similar professions, das ist wahr. Und ihr könnt auch beide kämpfen, von daher? Nur glaube ich, dass du sogar noch besser kämpfen kannst, Sharon, wahrscheinlich. Allow me to reintroduce myself to you. I am Klaus and I serve Viscount Arsade and his family. I am most relieved to see that you are all well and in good health. I'm certain that Lady Laura will be very happy to see you again. Then... Laura really is here? She certainly is. She has been staying here with Lady Emma for some time. Aber nur mit Emma? Although I fear you have just missed the two of them. They left not long ago. So you're the Class 7 I've heard so much about, are you? Sarah and Torval are always going on about you. Wo ist Sarah? Erzähl es mir. Wo ist Sarah? Miles, huh? My name is Miles. I'm currently serving as a receptionist here in the Grand Branch of the Guild. Do you mind filling me in on what you've been up to? It sounds like plenty has been happening on your end. Ja, das kann man so sagen, aber trotzdem. Wo ist Sarah? Okay, du weißt es wahrscheinlich auch nicht, ist ja gut. So, Laura came here immediately after the war broke out? Correct. She arrived with her other classmates and has been residing here since. And you're all here now as part of a journey to unite everyone, huh? I see. I had no idea that much was happening in the shadows of the Civil War. And while I've heard talk of the Ash-Colored Knight, I didn't realize it belongs to you. It sounds like you fought rather well over in Kaligan Nord. You know about that already? You really can't beat the Guild's information network. Naja, hat aber trotzdem nicht mitbekommen, dass es uns geht, also von daher. I suppose that saves us time explaining what happened. Factoring in all that you have been elsewhere in the country, it certainly does appear that something unusual is happening behind the scenes. Perhaps the strange circumstances in the Gram of late are connected. What's happening here? Is something of concern happening here? Yeah, a couple of things actually. First, we have never before seen monsters appearing on the highway. And second, we have this thick fog that hasn't cleared for a month now. That does count as unusual. I know fog is an ordinary enough occurrence, but fog lasting for an entire month is beyond abnormal. Mit anderen Worten, vielleicht sehen wir doch nicht mehr das schöne Telegramm, wie wir es kennengelernt haben beim letzten Mal. Indeed, this is no natural phenomenon. As such, the townsfolk are beginning to grow rather disturbed by it. Whereas a Viscount here, I'm certainly would assuage their worries, but alas... Is he missing? He is. We've yet to hear anything from him after nearly a month. He left in the direction of Heimdall, aboard the Courageous when the war broke out, and we've been unable to reach him since. Hoffentlich hat seine Mütze auf. That must have been when he went to Trista. Stimmt, ja. Well, it is Viscount Arsade we're talking about. I find it hard to believe anything could have happened to him. We are in agreement. I am of the belief that he is simply biding his time and waiting for the perfect chance to act. It's a great loss not to have him here at a time like this. But on the bright side, the Noble Alliance's power doesn't reach quite as far. Which leaves us free to focus on dealing with problems like these. Klaus has been a wonderful help in that regard. As have Lady Laura and Emma. They've both been helping out with guild stuff, huh? Do you have any idea where they are now? You said something about them going out earlier, didn't you? Indeed, they left not long ago. Emma said that she sensed something out of the ordinary over at Lohengrin Castle. Annoyed, huh?
After that, they hurried there aboard a boat to investigate. Is it the castle we learned about in one of Instructor Thomas' lectures? Ja, und wir waren auch schon da, also ich zumindest. You visited during your field study here, didn't you, Reen? Yeah, we encountered some pretty strange things there last time. And only the two of them went there? Yes, I did try to convince them to do otherwise, but they remained adamant. They insisted if we cannot do something as simple as this, how can we hope to see our friends again? I could hardly bring myself to press the matter any further after hearing as much. I can easily picture it. When she gets an idea into her head, there's no stopping her. Given the circumstances, it's only right for us to go help them. I agree, let's head to Longring Castle. You're just as I heard you were. I'm sure they will be more relieved to see you. Please assist them however you can. I will see to readying a boat for you at once. As soon as you are ready to depart, make your way towards the pier. Thank you, we will. Well, let's go and get it ready. Mein Gott, kann ich nicht lesen, Leute. Ist das heftig. Ich glaube, ich habe gesagt vor diesem Part, ich kann noch ganz lange machen. Ich bin noch gar nicht müde. Never mind that, ne? Never mind that. Ich soll auf jeden Fall schlafen gehen, glaube ich. Ja, ich habe jetzt ein ganzes Stückchen am Stück aufgenommen. Von daher ist das wahrscheinlich echt besser so. Aber ja, beim nächsten Mal werden wir dann wohl nach Longring Castle gehen. Erneut. Ich hoffe, wir müssen nicht wieder alles erkunden, sondern haben da nur vielleicht einen Bosskampf oder so. Oder, naja, mal sehen. Es wird ja jetzt noch nicht der Dungeon das Ende des Kapitels sein, also von daher. Ich meine, das hier hat erst angefangen, also nicht das Kapitel, ihr wisst, was ich meine, aber dieser Abschnitt. Es sind jetzt keine Kapitel mehr, keine richtigen. Whatever, ich rede Bullshit. Ihr hört wahrscheinlich schon gar nicht mehr zu, also verabschiede ich mich jetzt. Lasst einen Kommentar da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.